Wie können wir nun ein Unternehmensleitbild entwickeln? Schauen wir uns mal ein paar Analysefragen an. Und Sie erkennen zunächst das Grundprinzip, wenn Sie auf Ihre Unterlagen schauen, nämlich das Grundprinzip ist das W. Sehen Sie das? Das W. Markern Sie sich das mal. Das W. Es sind W-Fragen. W. Bei allen diesen Fragen steht ein W am Anfang. Das sieht man nur, wenn man ein bisschen ein paar Schritte zurückgeht, ja, und auf die Strukturen schaut, statt sofort auf die Inhalte. Also W-Fragen stellen. W-Fragen stellen ist ein wichtiger Auslöser auch in der Prüfung. Viele Lösungen können Sie generieren, indem Sie W-Fragen stellen. Auch hier. Formulieren Sie Analysefragen, um ein Unternehmensleitbild zu entwickeln. Ihre Aufgabe als Unternehmensführung ist, so etwas wie Corporate Codes zu entwickeln. Welche Fragen stellen Sie? Prüfungsfragen. Ja? Übrigens nicht untypische Prüfungsfragen. Also, W-Fragen ist der Auslöser. W-Fragen ist der Auslöser. Und schauen wir uns mal diese W-Fragen an. Was verkaufen wir wirklich? Der Kunde will keinen Bohrer, er will Löcher. Das müsste man allen Marketingleuten ins Gebetbuch schreiben. Der Kunde will keinen Bohrer, er will Löcher. Er will das, was das Produkt für ihn tut. Er will keinen Bohrer. Und vor allem, in 30 Jahren wird es keine Bohrer mehr geben. Sondern irgendwas anderes. Genauso wie es irgendwann keine Pferdekutsche mehr gab, sondern das Auto. Wird es in 30, 40, 50 Jahren das, was wir heute haben, nicht mehr geben, sondern etwas anderes. Deswegen müssen wir immer schauen, was verkaufen wir wirklich? Marketing ist Denken im Kopf des Kunden. Sie erinnern sich. Ne? Marketing ist Denken im Kopf des Kunden. Das wird hier wieder deutlich. Was verkaufen wir wirklich? Denn wenn wir ein Unternehmensleitbild formulieren, sollten wir es verständlich formulieren, sodass wir es auch nach außen kommunizieren können und dass die Leute sehen, ja, genau das verbinde ich mit diesem Unternehmen. Das ist der Nutzen, den mir dieses Unternehmen bietet. Nicht Bohrer, sondern Löcher. Dann, welche Werte vertreten und leben wir? Jedes Unternehmen lebt teilweise unbewusst bestimmte Werte. Diese Werte sollte man einfach mal herausarbeiten. Was sind das für Werte? Wertschätzung, Achtung vor dem Leben. Das sind Werte, die ein Unternehmen lebt. Vielleicht schon lebt, vielleicht muss man es nur durch Fragen ein bisschen herausarbeiten. Ja, oder wir leben den Wert, wie zum Beispiel hier im Jugendgästehaus. Schauen Sie mal, verschiedene Hautfarben finden Sie hier. Sie finden behinderte Menschen, die integriert sind. Also Integration ist ein Wert, der gelebt wird. Ja, also den Eindruck habe ich hier, dass das ein Wert ist, der hier in dem Haus gelebt wird. Ja, also verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Hautfarben arbeiten an einer gemeinsamen Aufgabe. Harmonisch, weitestgehend. Ja, das ist ein Wert. Wo wollen wir hin? Da haben wir die Sache mit der Vision. Wo wollen wir hin? Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.